Vielleicht kommen wir gleich zum dritten Themenblock so mal ein bisschen. Ich meine, wir reden ja eh schon so, dass man das eigentlich, dass man einfach gerne zuhört, wenn ihr spricht. Jetzt wollen wir aber noch mal über, ich bin der Hahn im Korb hier, ihr wisst es, aber jetzt wollen wir mal über die Rolle der Frau so ein bisschen sprechen und über ehrenamtliche Tätigkeit. Also Bier, Wein, Milch, Spargel, Kartoffeln, das sind alles naheliegende Produkte, die mit Bayern in Verbindung gebracht werden, gegenwärtig. Scheint es aber so, gibt es im Freistaat so viele Produktköniginnen wie nie zuvor. Oft werben die jungen Frauen für etwas, was sie im richtigen Leben ohnehin lieben. Das ist bei euch ja auch der Fall. Der Trend, Heimat und Tradition zu vermarkten und über die regionalen Grenzen hinaus bekannt zu machen, ist in den letzten Jahren noch stärker geworden. Die Aufschrift Gurken, Meerrettich oder Karpfenkönigin auf den Schärpen der jeweiligen Produktköniginnen mag zunächst gelegentlich für Verwunderung sorgen. Aufgrund des spezifischen Fachwissens ist das aber dann doch sehr berechtigt und man merkt ganz schnell, dass die Damen vor allen Dingen eben sehr viel Wissen haben. Vielleicht könnt ihr einmal sprechen aus dem Ehrenamt. Wie anstrengend gestaltet sich denn so ein ehrenamtlicher Königinnenalltag, Sarah? Also das ist im Endeffekt, wie ich es vorhin, also am Anfang schon gesagt habe, das ist nur machbar, wenn man eine Leidenschaft hat. Ansonsten wird sich keiner hinhocken und sagen, so, jetzt richte ich mich eine Stunde lang her, dann fahre ich 2 Stunden zu einem Termin, dann bleibe ich da eine halbe Stunde, dann fahre ich wieder 2 Stunden heim. Es ist natürlich ein Zeitaufwand und der geht auch nur, wenn man eine Leidenschaft hat und wenn man Spaß daran hat. Weil natürlich eine Freizeit hat man in dem Jahr nicht so viel. Aber das weiß man ja davor. Also ich muss sagen, das ist halt, man muss sich das vorher überlegen, wie man da sein Leben weiterhin gestaltet. Aber teilweise habe ich schon ein bisschen Probleme beim Zeitmanagement, dass ich zu Hause auch alles hinkriege. Kerstin, der Wald gibt ja eigentlich sehr viel Ruhe und Gelassenheit. Wie ist es bei dir mit den terminlichen Problemchen? Ja, also der Wald an sich gibt mir schon Ruhe und Gelassenheit, aber spätestens wenn ich dann im Bad stehe und versuche, meine Haare irgendwie hoch zu machen, dann ist Gelassenheit völlig hinüber. Und ich sehe das genau, wie die Sarah gesagt hat. Also das ist wirklich nur machbar, wenn man da voll dahinter steht und wenn man auch echt Spaß dran hat. Weil, also wir Mädels, wir richten uns, oder zumindest ich kann also von mir reden, wir richten uns selber her, wir fahren da selber hin, also wir haben keinen Chauffeur und gar nichts. Fahren mit Privat-PKW und das geht nur, wenn man das halt wirklich saugern macht und wenn man auch gerne vor Leuten spricht und da auch echt voll aufgeht in der Rolle. Ja, genau. Aber wie gesagt, die Gelassenheit ist beim Herrichten dann immer ganz vorbei. Gabi, vielleicht kannst du einmal was dazu sagen. Also die Öffentlichkeitsaufgabe dieser ehrenamtlichen Tätigkeit, wie wichtig ist das für die Region? Jetzt mal abgesehen von, wie die Haare sitzen. Nee, aber da möchte ich auch drauf eingehen. Und zwar, weil die Mädels jetzt absolut Understatement machen, das stimmt nämlich nicht. Da hängen nämlich, die müssen sich immer eingelesen haben, wo gehen sie hin, was wird da verlangt. Dann fahren die nicht so hin, wie meine Kollegen da hinfahren, dass die den Anzug der Woche rausholen, sondern dass es hammermäßig aussieht. Weil sie halt ihr Produkt repräsentieren und dann sind sie immer noch auf dem Laufenden, was in ihrem Bereich sich verändert hat. Also da hängt gewaltig viel dran. Und ich sage nicht, ja, da steht, sagt sie, macht sie wegen die Haare und es braucht mal Zeitmanagement dazu. Also bis ich wie ein Mensch aussieht, dauert es auch relativ lang. Und deshalb muss man sagen, das ist ein Riesenaufwand, die Fahrerei und, das Einarbeiten, weil da steht niemand an ihrer Seite. Ich kann meine Assistentin anrufen und sagen, okay, ich komme heute nicht mehr weiter, bitte hilf mir, nimm mir das und das ab, das ist da nicht. Und was man auch danken muss, dass immer die ganzen Familien nur mit eingespannt werden und zur Unterstützung da sind. Ne? Und ja, das finde ich faszinierend, weil es ja Ehrenamt ist. Und jetzt komme ich auf die eigentliche Frage. Weil ihr so bescheiden wart, das mache ich nämlich nicht. Da hängen nämlich ganzer Haufen dran. Und ich glaube, das ist wichtiger denn je, dass sie rausgehen und über Produkte erzählen. Und selbst wenn es die Kartoffel ist, man kann sich gar nicht vorstellen, wir haben jetzt jahrelang an dem Fach Alltagskompetenz
gearbeitet, wie viele Menschen nicht mehr wissen, wo die Kartoffel herkommt, wie es funktioniert, die eben nicht wissen, wie man der Spargel anbaut, dass man den zurzeit nicht ernten kann und die sich das vielleicht auch nie fragen trauen würden, außer so eine Sympathiefigur hin und. Also da hängt wahnsinnig viel dran und das alles im Ehrenamt, wo andere Produzenten, große Marketingagentur einschalten, das machen unsere Produktköniginnen im Ehrenamt, was eigentlich ein Marketingjob ist, der woanders gut bezahlt ist und das hat meinen allergrößten Respekt. Ja, ist doch so. Ja, genau. Nicht so understated, sonst gibt es Schimpfe von Gabi. Ihr könnt euch ruhig ein bisschen auf den Sockel stellen, denn ihr seid ja auch auf einem Thron. Vielleicht, Sarah, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen sprechen über diese Vereinbarkeit zwischen dem Beruf und der Familie und dann eben dem Ehrenamt. Das ja, okay, verstehe ich. Ist herausfordernd, aber wie schafft man's? Ja, also ich gehe halt um 6:30 in der Früh in die Arbeit. Ich gehe bis um 4 in die Arbeit. Also ich arbeite ganz normal. Aber sagen wir mal, so ein Wochenende, also ich war eigentlich die letzten Wochenenden immer unterwegs. Ich war eigentlich fast nie zu Hause. Und ja, man muss es auch wirklich sagen, es ist auch eine Nacharbeit. Also man kann es wirklich, also das ist ja nicht bloß, man geht zu dem Termin und dann ist der Termin zu Ende. So, man hat auch noch diese Nacharbeit, wo man halt dann einfach Instagram oder Facebook einfach noch die Leute mit auf den Weg mitnimmt, einfach sagt, wo war ich jetzt unterwegs, was habe ich alles erlebt, damit man auch nicht in Vergessenheit gerät. Und klar, es ist alles mit einem Zeitaufwand verbunden, aber es ist alles machbar. Also es ist jetzt alles nicht irgendwie, dass man es überhaupt nicht schafft. Aber klar, es gibt Tage, da wo man dann einfach sagt, jetzt will ich einfach bloß mal schlafen. Aber ja, es geht vorbei. In einem Jahr schaut es wieder anders aus. Und ich muss sagen, ich habe noch keinen Termin bereut. Also ich habe mich wirklich auf jeden Termin gefreut. Und ich bin nach jedem Termin einfach froh gewesen, dass ich dort war und habe einfach so schöne Erlebnisse gehabt, dass ich sage, bis jetzt war nichts an der ganzen Sache negativ. Was meinst du, was sich die Gäste gefreut haben, dass du da warst? Aber Kerstin, sagen wir mal, du hast jetzt so ein bisschen beides erlebt, die Hardcore-Corona-Zeit und die etwas Post-Corona-Zeit. Waren dann so viel weniger Termine, dass es praktisch schon langweilig wurde oder hatte man immer noch genug zu tun? Na, also ich muss sagen, mir ist echt ein wenig langweilig geworden. Weil mir das dann auch wirklich so viel Freude macht. Und auch so dieses, man hält ja dann auch immer Reden und dann bereitet man sich auf die Reden vor und dann ist man auch so routiniert. Und ich habe es jetzt gemerkt, wenn jetzt dann langsam die Termine wieder anlaufen, man fängt gefühlt wieder von null an, obwohl man ja schon zig Reden davor gehalten hat. Und das war dann halt, als das alles so regelmäßig stattgefunden hat, deutlich einfacher. Und ja, also es ist halt einfach mal, eigentlich sind es 2 Jahre, es wurde jetzt bei mir ja auch verlängert, die Amtszeit, eben wegen Corona. Das heißt, ich bin jetzt seit 3 Jahren Waldkönigin. Und also das ist, wie die Sarah schon gesagt hat, das ist eine Zeit, wo man wahnsinnig viel auch lernt. Also allein die ganzen verschiedenen Menschen, die Charaktere, wie reagieren die auf Produktköniginnen, was für ein Wissen haben die, wo muss ich die abholen und man muss sich ja jedes Mal auf sein Publikum wieder einstellen. Das ist echt fordernd, aber das ist halt auch genau das, was das alles so interessant macht. Wenn es jeder Termin gleich wäre, dann wäre das ja deutlich uninteressanter für uns beide, glaube ich, oder für alle Produktköniginnen. Und deshalb ist das, ja, also mir war teilweise schon ein wenig langweilig. Ich meine, ich habe mich dann in meinem eigenen privaten Wald ausgetobt, aber Termine sind ja trotzdem was anderes. Ja. Und da bekommen jetzt bestimmt auch viele Lust, sich zu bewerben, weil ihr sagt ja selbst, dass euch das wahnsinnig viel gibt. Wie ist das in der Politik? Wie werden diese, ich sag mal, die wichtigsten Marketingmanager der wichtigsten Produkte Bayerns eigentlich wahrgenommen? Die müsste man eigentlich ein bisschen mehr unterstützen, oder? Also es gibt
Wenn es eine Kamera gibt und eine Produktkönigin, dann rennen die Politiker. Also dann will jeder neben der Produktkönigin stehen. Also in der Außenwirkung diese Wertschätzung ist sehr wohl bewusst. In der Innenwirkung kann jetzt bloß für mich sprechen. Also ich schätze das unwahrscheinlich. Und zu dem Thema zuvor wollte ich einfach sagen, das ist einfach für jede junge Frau, die sich diesen Aufwand macht. Ob sie es jetzt als Produktkönigin macht oder so am Leben groß interessiert ist. Das ist ja Interesse fürs Lebensumfeld und an dem kann man immer nur wachsen. Also da wird man immer nur dran wachsen, weil man jeden Tag eine andere Aufgabe hat, wie die beiden eben gesagt haben. Und ja klar, wer sagt, ich mache das, ob man sich's immer zutraut und jeden Termin gleich zutraut, das sind natürlich unterschiedliche Sachen. Aber man macht einfach die Tür auf, geht da durch und stellt sich wieder drauf ein. Und man wird immer wo scheitern auch. Und das ist auch nicht schlimm, weil die anderen probieren es nicht mal. Also das finde ich schon einfach spitzenmäßig. Und das ist ja auch ein Gewinn für euch. Nicht bloß für uns alle, sondern ein Gewinn für euch. Und wie die Wertschätzung ist, also ich denke, die Wertschätzung in der Außenwirkung ist sehr, sehr groß. Wie die Wertschätzung in die einzelnen Verbände, die ist sehr schwankend. Also da ist nicht jeder Verband, der Produktkönigin benennt, ist gleich wertschätzend mit seiner Produktkönigin. Und da sehe ich schon ein Problem damit, aber ich traue mir das auch immer anzusprechen. Also ich kenne da nichts. Ich denke, das fällt vielleicht an Frauen, aber eher auch wie die Männer, dass man fragt, naja, und kaufen wir unsere Karpfenkönigin, dann bitte dann einmal ein Gewand auch und geben wir dann mal ein weniger Spritgeld. Gerade bei den kleineren Verbänden ist es schon wichtig nachzufragen, weil das sind junge Frauen, da war es nur im Studium, Ausbildung und da muss man schon mal nachhaken. Also da hoffe ich mir bei den Verbänden, die Produktköniginnen senden, ein bisschen einen fixen Rahmen, wie eine Entlastung aussehen kann und eine Wertschätzung aussehen kann. Also dass sie das immer irgendwann angleicht. Und kann man nicht auch irgendwann mal die Männer ranlassen? Es gibt Haar. Ich hab schon Produktkönig gesehen. Aber hat meiner Meinung nach nicht zum Produkt passt. Das war damals ein Bacchus für den Bacchus. Und ein Bacchus hätte man einfach mehr. Beim Bacchus hätte ich immer gerne wegen mehr wie beim Wein auch. Aber das war es nicht. Vielleicht bin ich da sehr oberflächlich. Und ich habe schon zweimal Produktkönige gesehen. Vielleicht sind die Männer nicht durchhaltefähig genug, vielleicht halten die doch nicht jedes Wochenende unterwegs auf. Nee, ich kann es nicht sagen. Aber Sarah und Katrin, können das Männer einfach besser oder können das Frauen einfach besser? Ja, ich. Ah. Gabi, du bist gar nicht gefragt worden, Ich lasse jetzt meine Fragerei. Wirklich, ich höre auf. Nee, ich höre jetzt wirklich auf zu fragen, weil wir haben nämlich jetzt. Nee, weil ich bin nicht benachteiligt. Wir haben nämlich.